Ja, wir steigen ins Wasser und Sie wissen, unter Wasser ist die Welt bunter. Dort warten auf die Taucher viele, viele faszinierende Eindrücke. Tauchen ist ein außergewöhnlicher Sport, es kann ihn aber fast jede und jeder lernen. Kleine Steigerung haben wir noch anzubieten. Wir möchten Ihnen gerne einen jungen Niederösterreicher vorstellen, Markus Hellmeister. Und der taucht ganz ohne Ausrüstung in die Tiefen der Seen und der Meere. Man taucht so bis 20 Meter runter und dann fängt man an zu fallen. Und dann wird es dann finster und man merkt, die Lunge und alles wird zusammengedrückt. Eigentlich fühle ich tiefe Entspannung. Mein Körper sagt mir zwar, du solltest jetzt langsam nervös werden, aber der Geist muss dann einfach stärker sein. Und diese mentale Kontrolle ist eigentlich das, was einen guten Taucher ausmacht. Also es spielt sich alles nur im Kopf ab. Seine mentale Stärke erreichte Apnoe-Taucher Markus Helm durch autogenes Training. Der 31-jährige Mostviertler ist zweifacher österreichischer Meister und taucht seit 6 Jahren ohne Sauerstoffgerät. Die Freiheit und die faszinierende Unterwasserwelt haben es ihm einfach angetan. Meine ersten Tauchgänge habe ich eigentlich ja schon als Kind gemacht. Im Teich vom Nachbarn sind wir immer getaucht und da haben wir immer geschaut, wer kann am weitesten tauchen. Und das ist schon so lange her. Aber mein erster richtiger Apnoe-Tauchgang, wo ich mal probiert habe, wie tief kann ich gehen, das war eben vor 6 Jahren, bevor ich nur den Kurs gemacht habe. Und da habe ich dann das erste Mal gesichert einen Tauchgang probiert und gleich 25 Meter geschafft und war recht stolz drauf. Apnoe kommt aus dem Griechischen und bedeutet Nichtatmung. Die Luft kann der gelernte Karosseriebautechniker über 7 Minuten anhalten. Seine Freizeit verbringt Markus am liebsten im Freien. Im Sommer trainiert er an einem nahegelegenen Fluss und schwimmt gegen die Strömung an, um Kraft aufzubauen und seine Ausdauer zu stärken. Ob im Wasser oder an Land, Markus' Alltag ist auf sein Training ausgerichtet. Was ich im Apnoe-Tauchen gelernt habe, ist, es ist ein ehrlicher Sport, man kann sich nicht selbst anlügen. Man kann zwar im Kopf sagen, man ist entspannt, aber wenn man es nicht wirklich ist, innen drin, dann funktioniert es nicht. Also man kann sich das zwar einreden, aber du wirst immer merken, ob du entspannt bist oder nicht. Man kann sich einfach nicht selbst anlügen und das ist ein bisschen so eine Schule fürs Leben für mich, finde ich. Entspannen kann er sich bei seinen anderen Hobbys auch nicht wirklich. Vom Wasser geht es in den Wald. Seit 3 Jahren ist er ein begeisterter Mountainbiker. Für Markus ist es die perfekte Kombination aus Sport und Spaß. Die Zeit in der Natur nützt er aber auch zum Luftanhalten. Ich habe eigentlich schon fast überall die Luft angehalten. Also ich habe in der Arbeit die Luft angehalten, beim Mountainbiken, beim Wandern, beim Schwimmen, beim Stiegengehen im Fitnesscenter am Ergometer. Vor Wettkämpfen trainiert er auf dem Bike 3 bis 4 Mal die Woche und das gleich für 2 bis 3 Stunden. Aber zurück zu seinem Element, dem Wasser. Bevor Markus Helm einen Apnoe-Tauchgang macht, muss er sich und seinen Körper auf diese extreme Situation einstellen. Es wird aufgewärmt, gedehnt und zur Ruhe gekommen. Eine generelle Atemtechnik gibt es nicht. Jeder Apnoe-Taucher hat seinen eigenen Stil, in völlige Entspannung zu kommen und muskulare Flexibilität herzustellen. Nur in sich ruhend kann man tief tauchen, denn durch Panik oder schlechte Gedanken verbrennt der Körper automatisch mehr Sauerstoff. Wenn ich mich jetzt für einen Tauchgang vorbereite, dann liege ich etwa so 4 bis 5 Minuten im Wasser und atme ganz ruhig und versuche mich da zu konzentrieren, eben auf diese Atmung und das holt mich schon ein bisschen runter. Ich versuche dann auch doppelt so lang auszuatmen wie einzuatmen. Und erst kurz vorm Abtauchen mache ich dann 3 tiefe Atemzüge und dann tauche ich weg. In der Regel macht Markus 4 Tauchgänge. Einen auf 25 Meter, der dauert bis 4 Minuten 30. Der zweite mit voll ausgeatmeter Lunge wieder auf 25 Meter. Dann ein halb ausgeatmeter Tauchgang auf 45 bis 50 Meter, um anschließend nach einer Ruhephase den tiefsten Tauchgang zu machen. Sein persönlicher Rekord liegt bei 96 Metern. Immer dabei ist mindestens 1 Sicherheitstaucher. Markus ist sich seines Risikos bewusst.
Da bin ich auf 81 Meter mit meiner Leine, habe mich unten verheddert und habe das dann unten kurz lösen müssen. Bin eigentlich relativ ruhig geblieben, aber habe es dann bis zur Oberfläche geschafft. Aber leider oben dann kurz umgekippt. Das Bewusstsein verliert er selten, aber so manch anderes verschwindet doch einmal im Ozean. Ja, schon einiges. Flossen, Karabiner, Tauchcomputer, Blei. Also die See verschluckt so einiges. Derzeit ist Markus Helm in Griechenland auf Trainingslager. Im September findet dann die Tieftauch-Weltmeisterschaft in Zypern statt. Dort möchte er seinen eigenen Rekord um 10 Meter auf 106 Meter Tiefe verbessern. Na, hoffentlich gelingt's ihm.